Komm her, Riesentomate. So, jetzt müssen wir hier leer auf den Stuhl springen. Achso, Leertaste. Das Buch, du bist spezial, anschauen. Dann wollen wir mal. Du bist spezial. Es steht für Stärke. Ich bin so stark, ich kann mehr Spielzeug tragen und den ganzen Tag Sachen mit mir herumschleppen. P steht für Wahrnehmung. Zur Wahrnehmung gehört alles, was ich schmecke, rieche, sehe und höre. E steht für Ausdauer. Wenn ich mehr Ausdauer habe, kann ich länger spielen, ich fühle mich immer gesund und habe ganz viel Energie. C steht für Charisma. Wenn ich viel Charisma habe, finden mich alle toll. Ich bringe meine Freunde zum Lachen und mag es nicht, andere zu hassen. I steht für Intelligenz. Ich bin sehr klug und kenne mich ganz toll in Mathematik und Wissenschaftssachen aus. A steht für Beweglichkeit. Ich bin flink und geschickt und bewege mich ohne Lärm zu machen. L steht ganz einfach für Glück. Mir passieren dauernd die tollsten Dinge. Ja, ich würde mal sagen, Stärke machen wir. Perception. Oder? Was war Perception? War die Wahrnehmung ist natürlich wichtig. Ausdauer auch. Intelligenz machen wir. Charisma, jetzt haben wir noch einen Punkt. Brauchen wir Beweglichkeit. Aber Glück brauchen wir. Aber Ausdauer eigentlich auch. Naja. Ich würde sagen, wir sind fertig. Lass mal so. Ja. Geht's jetzt weiter hier? Steht was? Eine Tür. Um dieses Schloss zu knacken wird eine... Oh, guck mal, wer da kommt. Papa. Papa. Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Aber hallo. Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusparen. Stirb, Papa. Ich möchte dir etwas zeigen. Stirb. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Ja. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Cool. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie wird das immer geliebt. Ach so, gut. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Oh ja, ich will jetzt spielen. Aber ich will meine Riesentomate mitnehmen. Dum, 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 dum. Ich gehe mit meiner Riesentomate Gassi. Neun Jahre später. So, ich sehe nichts. Sie haben es nicht so schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Er wächst so schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Danke. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Nee. Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr, als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Boah, cool. Vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Ja. Genieß es. Oh Mann, du hast ein. Ja, aber ich werde jetzt hier auch erstmal für heute aufhören. Das war's nämlich jetzt erstmal wieder mit Let's Play Fallout. Wir haben den Anfang gemacht. Und ich werde so schnell wie möglich weitermachen, damit die nächsten Folgen kommen. Bis dahin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis dahin. Ciao. Hallo, zurück zu Let's Play Fallout. Ja, ich spiele jetzt doch noch was weiter. Und hör noch nicht auf für heute. Dann wollen wir mit Amanda sprechen. Da hast uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Hast mich nicht ausgetrickst.
Hab nur so getan, als ob ich nichts wüsste. Das wäre eine Lüge. Großartige Party, Amanda. Danke, dass du das für mich gemacht hast. War's das schon? Oder hat die richtige Party noch gar nicht begonnen? Okay, das wäre sehr gemein. Das wäre eine Lüge. Und das ist in Ordnung. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hallo. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Oh. Ich habe echt keine Ahnung. Ein Date mit Christine Kendall. Her mit dem Geschenk. Ja, ich habe echt keine Ahnung. Ha, ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognack. Ausgabe 14 und ohne fehlende Seiten. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden. Ob du es glaubst oder nicht. Er und Comicbände. Jeder war wohl mal 10. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke schön. Ja, wollen wir uns mal hier unseren schicken Pitboy angucken. Ja, Landstand. Voll. Extras haben wir nicht. Was haben wir denn für Gegenstände? Nix. Kleidung, Kinder-Overwall. Hilfe. Kampfwaffen um 1 erhöht. Oh, cool. Naja, gut. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Söhnchen. Ja klar, trinken und mit mir reden, das geht natürlich auch total. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Söhnchen. Ja. Wenn du meinst. Na, macht Spaß. Der auch sehr. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Natürlich. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund. Natürlich mag sie mich, ich bin doch so charmant. Das hat sie gut gemacht, aber man hätte schon etwas mehr helfen können. Natürlich mag sie mich. Bilde dir nicht zu viel auf ihre Freundschaft ein, junger Mann. Ich bin immer noch der Aufseher und für diese Vault und ihre Bewohner verantwortlich. Ja und? Denkst du, ich hab Angst vor dir? Komm her. Arsch. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alte Lady Palmer. Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ja. Ach du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk. Was? Nein, nein. Ja, gnädige Frau. Oh, sie hätten... Oh, scheiße, da habe ich das genommen, aber das war sowieso das, was ich nehmen wollte. Mag denn keine Geschenke? Ob du es glaubst oder nicht, auch ich war mal 10. Wie? Damals war die Vault wirklich überfüllt. Nicht so wie heute. Es gibt nur noch wenige junge Leute. Aber ich schweife schon wieder ab und du hörst so höflich zu. Ach, kein Problem. Bitte sehr, ein Süßgebäck, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Heute musst du nicht teilen. Das ist schön. Ach, hey, Mini. Warte. Ja, das war wohl nix. Toller Pip-Boy. Ist es ein 3000K-Modell? Paul. Hey, danke Paul. Für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben, aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Ah, nö. Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich geh dann mal besser zurück, weißt du? Oh nein. Was? Ja. Glaube, was will der denn hier? Diese Party ist echt. Welly Mac. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüte.